Mir reicht es, Mom. Jeder hat seine Bestimmung und meine liegt direkt hinter diesem Horizont. Crate, werd doch vernünftig. Die Ältesten sagen, da draußen gibt es nichts außer einer endlosen Wüste, einem Meer aus Sand. Ach, Kinderkacke. Was für ein grausamer Gott würde einen ganzen Planeten erschaffen, der nur ein typografisches Merkmal aufweist? Das wäre doch absurd. Genauso absurd wie ein ganzer Planet, der nur aus Eis, Lava oder Wald besteht. Oh nein, manchmal muss man ganz tief in sein Innerstes hinabtauchen und dort den Mut finden zu sagen... Aufgepasst, Welt! Hier kommt der Crate-Drache! Hol aus ihr den Standort des Rebellenstützpunktes raus! Großer Gott, Mann, ich bin ein Arzt und kein Barbar! Das ist eine Grippeimpfung! Guten Tag, Sir! Du wirst aus ihr... Ich sag doch guten Tag, Sir! Was zum... Wollt ihr den Jungen etwa ertränken? Was pumpt ihr da rein? Sind wir hier im Mittelalter? Schmeißt doch gleich ein paar Blutegel dazu. Doch, aber keiner hört auf Dr. Ball. Er ist ja nur ein alter Dummkopf. Sie hat ihren Lebenswillen verloren? Was habt ihr denn bitte studiert? Lyrik? Ihr jämmerlichen Hippies! Nutzt bloß nicht die milliardenschwere medizinische Ausrüstung, die hier rumsteht. Warum fallen wir nicht einfach alle auf die Knie und beten? Wir haben keine Knie, ihr Arschlöcher! 3PO, stell alle Müllpressen auf der Inhaftierungshebel ab! Hast du verstanden? Stell alle Müllpressen auf der Inhaftierungshebel ab! Du sollst alle abstellen. Schnell! Okay! Wuhu! Verdammt, das war Fisch! Luke, was ist denn los? Ich fasse es einfach nicht, dass Ben tot ist. Och, ist der 80-jährige Alte, den du gestern erst kennengelernt hast, gestorben? Tut mir leid, dass ich das nicht bedacht habe. Ich war wohl ein klein wenig abgelenkt, weil ich an meine ganze Familie und an die anderen 2 Milliarden Menschen aus Alderaan denken musste, die vor ungefähr 2 Stunden in die Luft gesprengt worden sind. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Imperator on Ice! Chasing us, they simply will not cease. Oh man, my nuts are freezing, kid. I'm about this bitch. Peace! I'm the Wampa, I'm the snowman, and I don't take any lip from no man. But... I know you want me back, princess. You know you're such a flirter. Shut up, you scruffy nerf herder! Luke, he hasn't checked it yet. It might be that he's done. His chances of surviving here are 10 billion and 5 to 1. Spaß gemacht. Aber wie sollen wir jetzt ohne Robo-Chicken Geld verdienen? Ach, wenn ich jetzt nur gute Kontakte zu einigen der dynamischsten und mächtigsten Leute in ganz Hollywood hätte. Moment, genau, die habe ich doch. Schnell, mein nicht so berühmter Weggefährte. Bleib in meinem Windschatten, wir fliegen los. Ach, Spinner. Wow, Wesley University-Absolvent Joss Whedon, Schöpfer von Buffy, Angel, Firefly und Dollhouse. Danke für deine Zeit. Wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Oh, toll. Ich schulde dir ja noch was, nachdem du bei Buffy nach 2 Staffeln abgehauen bist. Für dich alles, Seth, wirklich. Eigentlich tun wir dir einen Gefallen. Was würdest du sagen, wenn die Schöpfer von Robot Chicken eine deiner Shows schreiben? Ihr meint, eure Schreibkunst ist würdig für das Whedonverse. Oh, wow. Du sagst tatsächlich Whedonverse im echten Leben? So ist es! Und da ich dich erschaffen habe, glaube ich, ich habe dich lange genug am Leben gelassen.
Wow, Ron Moore, Macher von Kampfstern Galactica. Wie wär's, wenn wir bei dir einsteigen und dir beim Schreiben helfen? Helfen? Wieso sollte ich dabei Hilfe benötigen? Ich brauche nur einen Dartpfeil zu werfen und zack, der ist ein Zylon. Endlos wiederholen, einen Haufen Zaster verdienen, schau. Schabong, Schabong, Schabing, Zylon. Oh, bitte hilf mir, das ist so schwer. Na ja, vielleicht könnte ich mitspielen oder so. Ich könnte ein Zylon sein. Das stimmt, könntest du sein. Ich kriege dich hier verkackt, gleich bist. Hey, das ist Seth MacFarlane, Erfinder von American Dad. Ach was, kommt schon, Freunde, Erfinder von Family Guy, bitte. Hör mal, Seth, wir haben ein Problem, wir müssen Geld verdienen. Aber du hast schon einen Job als Stimme von Chris in meiner enorm beliebten Show. Glaubst du, ich kann von ein paar hunderttausend Dollar im Jahr leben? Echt jetzt, ich bin angewiesen auf Robert Chicken. Robert Chicken? Wurde das denn nicht gerade verlängert? Die Serie wird verlängert. Wie hast du das gemacht? Wie ich das gemacht habe? Hat mich keiner mehr gefragt, seit C3PO mir eine Jacke mit Pepsi-Punkten geholt hat. Wow, du kannst alles machen, was du willst. Schnell erwähne das eine Mal, als wir den Welthunger abgeschafft was? Haben. Was? Das ist ja wohl die dümmste Idee seit Hanna-Barbera Scooby-Doo. Was hältst du von einem kleinen Scooby-Snack? Ein Scooby-Snack für so viel harte Arbeit? So ein Abenteuer verdient doch bestimmt zwei. Oder sogar drei Scooby-Snacks. Haha, stirb, Werwolf! Hey, stirb, Zylon! Und Schachbrett blendet zu. Sprichst du Botsche? Natürlich, Sir. Wie meine Muttersprache. Ich spreche Botsche genauso fließend. Gut, halt die Klappe. Und was ist mit Spanisch? Spanisch? Ja, sprichst du Spanisch? Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakte. Ich beherrsche über 6 Millionen Kommunikationsformen. Oh! En esta clase nosotros hablamos en español. Bueno, bueno. Me llamo Alfonso. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo... ¿Sí? C3PO. Sí, 3PO. Bueno. Nein, C3PO. Sí, 3PO. Sí. C3PO. Sí, mira, 3PO. Nein, ich sagte, dass mein Name mit dem Buchstaben C beginnt. En esta clase hablamos en español, ¿entiendes? Aber, siéntate. Aber, 3PO, ándale, ándale. Hey, Arturito, en español, por favor. Also, sprichst du Spanisch oder nicht? C-3PO. Onkel Owen und Tante Beru, sie sind tot. Genauso wie diese Jawas. Oh, die Jawas waren nicht tot, sie waren nur betäubt. Du hättest es nicht verhindern können, Luke. Du wärst auch getötet worden und die Droiden wären jetzt in den Händen des Imperiums. Du solltest das positiv sehen. Positiv sehen? Ja, ich würde sagen, das macht dich zum stolzen Eigentümer eines supergeilen Sandkriechers. Heilige Scheiße, ja! Oh, pass auf! Verdammte Sandleute! Hey, versuch mal diesen Donut zu machen! Wow, ich bin schon alt, denk dran! Ich schaff das! Warte, Luke, es ist zu gefährlich! Sieht so aus, als hätten Luke und der alte Ben sich ein bisschen übernommen. Stimmt's? Könige der Lüfte! Ach, wissen Sie, wir müssen das hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Die Pointe war sowieso mies, also ich such nur schnell die Pausetaste. Das Ding war sowieso nur ein billiger Kameratrick. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Wir machen eine Pause, bleiben Sie dran.